Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Im Folgenden hört ihr ein Interview, das das anarchistische Radio Berlin mit drei Leuten aus dem Orga-Kreis des Weiße Straßenfestes geführt hat. Zusätzlich zu diesem Interview haben wir auch einen gebauten Beitrag mit Eindrücken von diesem selbstorganisierten Straßenfest sowie von der Kiez-Demo veröffentlicht, die zu dem Fest geführt hat. Beides findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Ich bin jetzt hier mit drei Leuten, die das Weiße Straßenfest in Neukölln organisiert haben. Und ich würde erstmal gerne wissen, wer organisiert es denn eigentlich? Wer steckt hinter diesem Fest? Das Fest wird organisiert von der Lunte, einem Stadtteil Infoland in Neukölln, und dem Syndikat hauptsächlich und von dem Hausprojekt in der Weiße Straße. Und dazu kommen noch einige Nachbarn, die darauf Lust haben, mitzuhelfen und mitzumachen. Und auch an dem Tag selbst kommen immer wieder Leute an, die helfen wollen. Das Fest hat ja eine sehr lange Tradition. Könnt ihr ein bisschen was erzählen zur Geschichte? Wann hat es angefangen? Was war der Kontext? Ja, so seit Ende der 80er und durch die 90er. Und der Kontext war natürlich, sich gegen die Umstrukturierung hier im Kiez zu wehren und auch mit seinen eigenen Sachen nach außen zu treten, natürlich. Jetzt die letzten Jahre haben wir es fast jedes Jahr gemacht. Da hatten wir halt einen sehr guten Rückhalt dadurch in der lokalen Bevölkerung. Wir haben versucht, Gentrifizierungsprozesse dadurch zu verhindern. Das ist uns nur teilweise geglückt. Und wir versuchen halt auch, dass sich die Nachbarinnen über dieses Fest vernetzen. Das Fest hat sich, glaube ich, jedes Jahr, solange wie ich dabei bin, immer ein bisschen anders gestaltet. Also es gab unterschiedliche Schwerpunkte. In einem Jahr ist es so gewesen, dass das zentrale Thema die Vertreibung von vielen Roma-Familien aus zwei Häusern war. Das hat den Gentrifizierungsprozess auch sehr in Gang gesetzt, dass klar war, diese Leute wollen wir nicht mehr. Es sollen einfach andere Leute hier hinziehen. Und ein Bevölkerungsaustausch hat seitdem auch stattgefunden, dass von 20.000 Bewohnerinnen 3.000 bis 4.000 die letzten Jahre wegziehen mussten, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten. In diesem Jahr ist es so gewesen, dass die Umstrukturierung leider weit vorangeschritten ist und wir spontan versucht haben, auch das Thema Flüchtlinge einzubeziehen, weil ganz in der Nähe dieser Weisestraße, 2 Kilometer entfernt, im ehemaligen Flughafen Tempelhof bis zu 1500 Flüchtlinge einquartiert werden sollen. Und wir versuchen auch, da eine Initiative zuzustarten. Das ist aber noch nicht spruchreif. Wie ist es mit der Organisierung von den Themen, von den Ständen? Gibt es da viel Beteiligung von Gruppen, von Projekten? Wer kommt da alles? Naja, also jedes Jahr ist natürlich die Rote Hilfe dabei, die Frimumia-Gruppe, das Netzwerk, verschiedene Projekte aus dem Kiez, wie zum Beispiel die Friedel, auch lokale Gruppen. Es gibt auch immer einen baskischen Stand hier vor der Weisestraße 53. Und das variiert teilweise jedes Jahr, aber es sind schon meistens so politische Gruppen, entweder aus Gesamt-Berlin oder halt aus dem Kiez. Und was das Programm angeht, was gehört dazu so normalerweise? Ich meine, es ist ja nicht nur ein politisches Fest, es ist auch ein kulturelles Fest. Also bei dem Fest ist es so, dass mehr oder weniger bekannte Lokalbands hier spielen. In der Regel haben wir eine bekannte Band dabei, die zieht dann auch mehr Leute. Das heißt auch, dass in diesem Jahr war es leider nicht so, aber in den Jahren davor bis zu 1500 Leute kommen, wenn das Wetter entsprechend ist und eine Band sehr bekannt ist. Also mehrfach haben zum Beispiel Leningrad, die weit über Leningrad vor hier gespielt, die sind weit über Berlin hinaus bekannt und die haben natürlich ihr Publikum, wenn die umsonst spielen. Und diese Band verbindet auch selber etwas mit diesem Fest und sind selber politische Menschen, die das einfach mit ihrer Musik unterstützen wollen und auch bei der Logistik helfen, was ganz wichtig ist. So, und zwischendurch, nicht als Pausenfüller, sondern als explizit gewollt, gibt es politische Beiträge. Das geht von der genannten Free Mumia Abu Jamal Gruppe bis zu den Verfolgten des Naziregimes, VVN, BDA, zu Stadtteilgeschichten, das, was die Leute wollen, oder das Thema NSU hatten wir auch. Also es ist alles, was Leute betrifft, die mit dem Fest zu tun haben. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Letztes Jahr wurde auch im Vorfeld vom Weisestraßenfest gab es Stolpersteinverlegung im Kiez.
Aber uns ist auch immer jedes Jahr wichtig, dass hier Stadtteilstände sind, also einmal die lokale Stadtteilgruppen natürlich, dann auch benachbarte Stadtteilgruppen wie die Emserianer. Die sind dann auch jedes Mal auf dem Straßenfest vertreten. Und dieses Jahr hatten wir auch wieder Aufsteller über lokale Kämpfe im Kiez und was so die letzten Jahre gelaufen ist. Und die Leute sind wirklich sehr interessiert dran stehen geblieben und haben es sich durchgelesen, selbst als es schon vom Regen total durchnässt war. Ja, apropos Regen, dieses Mal gab es ja leider ein ziemliches Unwetter zwischendurch. Hat es dem Fest einen Abbruch getan? Sowohl als auch. Also ich glaube, wir haben das Glück gehabt, dass zu Beginn des Festes am Nachmittag das Kinderprogramm stattgefunden hat, bevor es geregnet hat. Das hat erheblichen Zuspruch gehabt. Es war ein Kindertheater, was sich mit dem Thema Rassismus und Krieg beschäftigt hat. Und es waren über 50 Leute, Erwachsene mit mehr als 50 Kindern da. Und es hat regen Zuspruch gegeben. Und danach ist es oft so gewesen, dass das Publikum ein anderes ist. Ein Teil, die Eltern mit ihren Kindern gehen und es kommen andere Leute. Und in dieser Zeit, da war das der heftige Regen. Und so gesehen war es nicht ganz so schlimm. Es hätte schöner sein können, wäre angenehmer gewesen, wenn die ganze Zeit die Sonne geschienen hat. Aber es kamen andere Leute und das Fest hat trotzdem stattgefunden. Ich habe ja 7 Stunden am Stadtteilstand gesessen und dadurch hatte ich einen guten Blick auf das Kinderfest. Und das war nach dem richtig großen Regenschauer war das quasi vorbei. Also war vorher auch ziemlich gut besucht und so, mit allem möglichen Kinderschminke, Tombola und so weiter. Und nach dem großen Regen haben auch einige der relativ ungeschützten Politstände dann abgebaut. Also die jetzt nicht überdacht waren oder so. Um nochmal auf das Kindertheaterstück zurückzukommen. Du meintest vorhin im Vorgespräch, dass das auch was Besonderes, auch was Neues gewesen ist. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Es war deswegen neu, weil es sehr professionell, glaube ich, war. In Berlin ist die Volksbühne relativ bekannt als Theaterspielstätte, die durchaus offen für nicht professionelle Gruppen sind. Und dieses Kindertheater wird im nächsten Jahr mit der Volksbühne zusammenarbeiten. Und das war, glaube ich, schon gut für uns. Die Leute hatten Lust dazu. Und ja, so diese Mischung aus einem Theater von unten, was nicht vom Kulturbetrieb gesponsert wird und andererseits trotzdem professionell ist. So, das fanden, glaube ich, viele ansprechend und dass es nicht nur um die eigenen Befindlichkeiten ging. Also es waren mehrere Kinder mit afrikanischen Eltern oder einem Elternteil, aber die Geschichte dieses Theaters bezieht sich nicht nur darauf, sondern das erste Stück, was sie gemacht haben, handelt vom Abwurf der Atombomben in Japan und erzählt die Geschichte eines Mädchens, wie sie leider an den Folgen dieses Atombombenabwurfs gestorben ist. Und das hat mit den Kindern persönlich, mit ihrer Geschichte überhaupt nichts zu tun. Also, dass sie versuchen auch zu abstrahieren und den Kindern kindgerecht eine andere Geschichte, auch eine für sie lange zurückliegende Geschichte nahezubringen. Und ich glaube, das ist ihnen sehr gut gelungen. Und dieses Jahr ging es ja um das ganz aktuelle Thema Rassismus und Krieg, wie du gesagt hast. Was war so die Reaktion von den Kindern und Erwachsenen? Ich glaube, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist im Moment relativ groß, den Menschen, die fliehen, zu helfen. Aber das Problem ist, glaube ich, dass es oft sehr moralisch ist. Also man gibt ihnen die Basissachen, einen Platz zum Schlafen, etwas zu essen, zu trinken, wofür eigentlich staatliche Stellen zuständig sein sollten und dieser Staat auch in der Lage sein müsste, weil wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde. Trotzdem ist es positiv, dass Menschen das machen. Aber was, glaube ich, nicht in der Diskussion ist, wieso fliehen die Leute eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass sie fliehen? Und das hat ganz viel mit den Bedingungen von hier zu tun und auch den westlichen Ländern, die die Kriege im Nahen und Mittleren Osten oder auch in Afghanistan oder auch in afrikanischen Ländern führen und dafür mitverantwortlich sind. Unter anderem auch immer mehr Deutschland. Das hat sich in den letzten 25 Jahren sehr deutlich entwickelt. Um zum Fest wieder zurückzukommen. Es gab ja parallel ein anderes Fest, das ein bisschen merkwürdig ist, dass die das auch gleichzeitig am selben Tag organisieren. Könnt ihr ein bisschen dazu was zum Hintergrund erzählen? Naja, also dieses Fest ist quasi eine Verlängerung des schon stattfindenden Marktes und es ist zwischen 10 und 16 Uhr gewesen. Auf dem Fest waren dann so tolle Kiezgruppen wie das Jugendamt, die Polizei und das Bezirksamt und Ordnungsamt und dort haben die halt so einen schönen Fahrradparcours für kleine Kinderchens aufgebaut, dass die da halt so ein bisschen rumbiken können. Schilleria-Mädchen sind dort aufgetreten, die hatten auch eine kleine Bühne und naja, also für mich, ich bin da rübergelaufen, war das so ein bisschen der Eindruck, als wenn da die Vereine Stände machen, die so ein bisschen am Geldtropf des Quartiersmanagements hängen.
Und das war natürlich jetzt auch nicht so groß, da waren vielleicht 20 Stände und nicht mal, also mit dem Markt zusammen. Und es waren jetzt auch nicht so viele Leute da, wie bei uns jetzt zum Beispiel. Wir haben ja eine ganz andere Dimension als Fest. Die ganze Weisestraße zwischen Selschauer und Herfurtstraße, und die hatten halt noch ein Stückchen am Rande von der Kirche. Also da war jetzt nicht besonders viel los. Vielleicht für Menschen, die nicht aus Berlin kommen, ein paar Worte zu diesem Quartiersmanagement-Konzept. Ja, das Quartiersmanagement ist halt eine Institution, die hat hier damals den Kiez aufgebrochen, hat halt wie gesagt diese Taskforce Okerstraße, die gezielt gegen Roma und Sinti gerichtet war, gegründet, um hier wirklich Sachen aufzubrechen. Die wollten die Trinker von der Schillerpromenade vertreiben, was ihnen relativ gelungen ist. Dafür haben sie damals Bänke abgebaut und so weiter und so fort. Die haben halt für gewisse Prozesse, damals noch unter Frau Schmiedeknecht, einen Türöffner gemacht. Mittlerweile sind hier natürlich ganz andere Sachen am werkeln, irgendwelche Aktiengesellschaften und Hedgefonds, die ganze Häuser und Straßen kaufen, und da spielt das Quartiersmanagement jetzt nicht mehr so die große Rolle, aber historisch gesehen ist das schon eine Institution gewesen, die ja schon eine Veränderung im Kiez wollte. Das heißt also die ärmere Bevölkerung weg und reichere Leute her. Also einer der Stände auf dem QM-Fest war auch Schöner Schiller. Das ist zurzeit ein Projekt, das im QMs, was die Säuberung im Schillerkiez hier machen soll. Und die haben sich halt auf dem Fest vorgestellt, ihr Projekt vorgestellt. Und so solche Projekte macht das QM. Und was bedeutet da Säuberung? Der ganze Sperrmüll, der hier angeblich steht, der soll verschwinden. Und das wird jetzt vorbereitet. Das soll Mitte Oktober, Ende Oktober dann richtig losgehen. Zurzeit besprühen die Menschen den Sperrmüll mit Schöner Schiller. Das Weiße Fest ist ja bestimmt ein Gegenmodell auch zu solchen staatlich aufoktroyierten Projekten. Könnt ihr ein bisschen was zum Thema Selbstorganisierung und so noch sagen? Vielleicht auch Einbindung der Nachbarschaft in das ganze Fest? Also was Selbstorganisierung betrifft, ich glaube, wir sind eine größere Gruppe von Leuten, die durch politische Aktivitäten, aber auch durch ihre Jobs es gewohnt sind, Sachen zu organisieren. Die wissen, ein Selbstbewusstsein haben, wie man etwas in die Hand nehmen kann, auf die Beine stellen kann, und dass sich da viele Fähigkeiten ergänzen. Wir sind auch eine sehr altersgemischte Gruppe, also die Jüngsten von Anfang, Mitte 20, die Ältesten über 60. Das sind unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Herangehensweisen, die sich aber im Großen und Ganzen gut ergänzen und ja, dann auch in der Lage sind, so etwas durchzusetzen, weil es wird, glaube ich, immer schwieriger, solche Feste zu organisieren, weil staatliche Stellen das nicht unbedingt wollen. Also es sollen kommerzielle Events, gerade in Berlin, aber auch in anderen Städten ist das üblich, denen wird Tür und Tor geöffnet. Aber diese Nachbarschaftsgeschichten werden immer schwieriger. Und das ist kein Phänomen von Berlin-Neukölln, sondern das ist meiner Kenntnis nach bundesweit, dass das nicht mehr gewünscht ist, solche Feste zu machen, dass sich Nachbarn so organisieren, sondern es soll eine andere Einbindung, soll schon stattfinden über Bürgerbeteiligung. Das gibt es oft, aber dieses rein von unten, ohne Kontrolle von oben, das ist staatlicherseits nicht gewollt. Und ja, da gehen selbst Feste, die keinen politischen Anspruch haben. Also hier gab es bis vor ein paar Jahren ein Fest, das hieß Singende, Klingende Sonnenallee. Ein Kommerzfest, sehr proletarisch. Man musste es nicht mögen, aber die Veranstalterinnen sahen sich nicht mehr in der Lage, das zu machen. Es hat großen Zuspruch gefunden und selbst auch solche Feste sind davon betroffen. Ja, mir ist auch früher aufgefallen, früher gab es viel mehr so Feste auf der Hermannstraße und auf der Karl-Marx-Straße und so. Entweder hat der Bezirk da die Mittel gestrichen oder die Aussteller gehen nicht mehr genug ein. Auf jeden Fall sind fast die ganzen Feste alle tot, also die gibt's gar nicht mehr. Deswegen kommen natürlich noch mehr Leute zu unserem Fest, weil es dann halt das einzige Angebot ist. Außerdem gab es ja auch dieses Jahr, was es alle paar Jahre mal gibt, eine Demonstration zum Weisestraßenfest. Da ging es halt um ein Hausprojekt in einem benachbarten Reuterkiez. Und die Friedel 54. Und da hat die Polizei natürlich uns auch drangsaliert. Sie wollte, dass wir auf den Bürgersteig Gehweg gehen, wenn wir nicht mehr als 50 Leute sind. Aber wir sind dann halt noch mehr als 50 Leute geworden. Und da gab es auch immer viel Zuspruch in der Bevölkerung halt mit den Forderungen, die wir hatten. Und letztendlich sind wir dann mit ca. 75, 80 Leuten dann hier beim Weisestraßenfest angekommen. Es ging schon so durch den gesamten Kölner Norden und das war eigentlich eine sehr gute Sache. Gibt es noch etwas, was ihr noch hinzufügen wollt, was wir nicht angesprochen haben zu dem Fest?
Naja, also es beteiligen sich ja immer auch sehr viele Leute aus der Nachbarschaft bei dem Fest, teilweise auch mit eigenen Ständen. Und es ist ja zum Beispiel morgens, fängt es ja schon immer mit dem Aufbau an, quasi schon ab 7, wenn dann die anderen Leute schon ins Sinti gehen zur Afterparty, dann tun halt ein Großteil der Leute dann auch beim Abbau der Bühne und so weiter helfen, die Straße zu fegen und so. Und da steckt schon noch mehr Eigeninitiative von den Veranstaltern drin, als es jetzt vielleicht so rübergekommen ist. Aber durch die große Unterstützung in der Nachbarschaft geht das alles ganz gut eigentlich. Also als Anekdote noch vielleicht irgendwie, weil ich öfter auf der Bühne gestanden habe als Moderator und als Gesicht erkennbar bin, dass es in einem Jahr so war, dass ich 2 oder 3 Tage später zum Friseur gegangen bin und die Friseurin dann gesagt hat, sie fand das Fest total klasse und deswegen wird sie mir jetzt umsonst die Haare schneiden, das wäre ihr Beitrag dazu. Das sind dann Sympathiebekundungen irgendwie, da muss man einfach schmunzeln, das ist total nett. Und das haben andere, glaube ich, auch erlebt, irgendwie solche Sachen, das ist einfach schön. Ich finde es auch für die tägliche politische Arbeit hier im Kiez, ob das nun Stadtteilarbeit ist oder Antifa oder andere Sachen, sehr wichtig, dieses Weise Straßenfest zu haben, weil dadurch haben wir sehr großen Rückhalt hier auch im Kiez mit unseren Anliegen und mit unseren Positionen. Hätten wir dieses Straßenfest nicht, würde das hier auf jeden Fall um einiges anders aussehen. Auch dass das Thema Gentrifizierung hier so verankert ist im Bewusstsein der Bevölkerung, ist auch Verdienst des Straßenfestes unter anderem. Ja, mit diesen positiven Eindrücken beenden wir das Interview. Ich danke euch sehr für eure Worte und eure Informationen. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Tschüss.